So Leute, ich gehe jetzt einfach mal hier ganz frech runter. Boah. Oh, Digga. Hier sind nämlich so abnormal viele Leute, die hier spazieren gehen, Leute. Ich wollte einfach mal in Ruhe mein Video aufnehmen. Hier seht ihr auch irgendein Stück Wasser hier, keine Ahnung. Kleiner Bach oder whatever. Eigentlich hatte ich ja dieses Video schon aufgenommen. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier lang. Ja, Leute. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video wirklich anfangen soll. Ja, ich würde sagen, Leute, einmal Dankeschön für dieses abnormal kranke Jahr. Real Talk. Es ist halt einfach so viel passiert. Nicht wundern, dass ich so schnaufe wie ein Walross, aber mir ist arschkalt. Ja, ich denke, was ist hier passiert? Keine Ahnung, wie er verbuddelt wurde. Ja, Leute, ich möchte euch einfach mal nur Danke sagen, weil es ist einfach zu krass. Dieses Jahr die Abozahl mehr als verdoppelt. Ja, schon eine ganz, ganz wilde Geschichte, Leute. Real Talk. Digga, ich weiß nicht, wo ich hier langlaufen soll. Hier ist halt einfach, ja, naja, so ein kleiner Weg. Hier neben ist auch ein kleiner Weg, da laufen wir die ganze Zeit Leute lang. Ist mir ein bisschen unangenehm. Ich bin auch nicht so hart geübt darin, ja, irgendwie hier Videos so real-life-mäßig aufzunehmen. Ich meine, ihr seht mich nicht. Das Einzige, was ihr vielleicht seht, sind meine Schuhe. Mehr aber auch nicht. Ach ja, Leute. Soll ich sagen, hinten läuft auch noch ein Jogger lang, bei ihm läuft. Leute, was soll ich sagen? Das Jahr war einfach nur abnormal, Leute. Das Jahr war einfach abnormal. Das Virus hat vollkommen zugeschlagen, meine Freunde. Und ja, ich weiß gar nicht, worüber ich alles labern soll. Es ist einfach so viel passiert, Leute. Hier, das Jahr startete mit einem fucking 35-Stunden-Stream. Was wirklich abnormal krass ist, Leute. 35 Stunden, überlegt euch mal. Ich kann wirklich froh sein, dass ich noch lebe. Real Talk. Da alleine schon an dem Wochenende kam halt einfach. Was liegt da denn, Digga? Ah ja. Ja, moin. Ich kann wirklich froh sein, dass ich das unbeschadet überstanden habe. Also generell, das Jahr ging einfach viel zu schnell vorbei, Leute. Wirklich viel zu schnell. Ich bin auch übertrieben müde. Ich musste mich gerade ein bisschen dazu zwingen, dass ich dieses Video aufnehme. Ja, Leute. Was soll man sagen? Eigentlich, weiß nicht, schimmeln wir uns doch da unten hin? Ich weiß es nicht. Ja, hier ist alles voller, keine Ahnung, Modder und weiß ich was. Läuft auf jeden Fall. Das Video wird einfach abnormal uninformativ. Nee, Spaß. Nee, Leute, ich wollte so ein bisschen mal darüber talken, was so dieses Jahr passiert ist, was nächstes Jahr passieren wird. Und, ja, hier kann man ganz gut runtergehen. Ohne Verschmutzung da hinten am Start, man kennt ihn, beste Leben. Ja, Leute, wohin fange ich an am besten? Ich setze mich mal auf ganz entspannt hin hier. Ist wahrscheinlich übertrieben nass, oder? Digga. Ja. Eigentlich gar keinen Bock, mich hinzusetzen. Ich setze mich trotzdem mal. Ah. Ja, Leute, heute ist der letzte Tag vom Jahr 2020. Man hört im Hintergrund, eventuell hört ihr da schon die ein oder anderen Silvesterknaller. Ja, die Leute hier trotzdem zünden. Ja, Leute, 2021 werde ich mir sowas von den Arsch aufreißen. Real Talk. Ich werde, ja, ich muss zugeben, also die Leute im Stream wissen es ja schon. Ich habe 2019 Real Talk 20 Kilo abgenommen. War wirklich auf einem guten Weg zu meiner Traumfrisur wahrscheinlich. Traumfigur, Real Talk. Dann sind Enten, Digga. Soll ich die Enten mal filmen? Lass mal ein Like da, Leute, Real Talk. Ja, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was bei euch im Jahr so passiert ist, was ihr fürs nächste Jahr vornimmt. Tut mir leid, ich bin mega ungeübt. Mal, was soll ich zeigen? Ich kann jetzt die Kamera wechseln, seht ihr mein Face? Erstmal nicht, Leute, vielleicht nächstes Jahr. Ja, Leute, Peace, Kuss geht raus an den Einzelnen, der hier ist. Und sich diesen geistigen Abfall hier gibt. Jedenfalls, wo war ich genau? Letztes Jahr übertrieben heftig abgenommen, richtig im Gym durchgehastet. Ich hatte einen Monat, es war glaube ich der September 2019.
Was soll ich sagen, Leute? Da habe ich einfach 7 Kilo abgenommen in einem Monat. Ernährung umgestellt, Sport durchgeballert. Dieses Jahr, naja, komplett ungesund ernährt. Und gönnt euch mal, wie heftig diese Kamera ist, Leute. Gönnt euch einfach mal. Ja, fokussier, fokussier, fokussier. Fokussierst du? Fokussierst nicht. Bro, fokussier mal bitte. Perfekt. Ja. Dieses Jahr, das Ganze, was ich im letzten Jahr abgenommen habe, wieder zugenommen. Was soll man sagen? Die ganze Zeit nur gesessen, gestreamt. Booster Monster in mich hier reingekippt, Cola in mich reingekippt. War echt nicht so gut für meinen Körper, denke ich mal. Und ja, Leute, nächstes Jahr wird übertrieben durchgehastet, Real Talk. Ich habe mir jetzt auch andere Kleidung mal bestellt. Naja, wen wundert's? Zwei Hemden bestellt, eine neue Hose, man kennt ihn. Ich werde mir noch ein paar mehr Hemden bestellen. So ein bisschen Motivationstraining, denn Leute, ich habe mir zwei Hemden bestellt. Ratet mal, wie viele mir davon passen. Richtig. Gar keins. Super, wenn man noch die alten Größen so im Kopf hat. Aber es ist, denke ich, eine ganz gute Motivation. Mit meiner Mom auch eine kleine Wette abgeschlossen. Nämlich, wenn ich es schaffe bis Ende Februar, so wir haben uns auf 12 Kilo geeinigt, 12 Kilo abzunehmen, dann kriege ich von ihr 40 Euro auf ganz entspannt. Für jeden Kilo extra 5 Euro mehr. Man kennt ihn. Meine Mama meinte auch, so ist ja nicht schlimm, wenn ich dann, ja, nur 10 Kilo abnehme oder whatever. Aber ich muss echt mal wieder zusehen. Belastend ist ja, also ich weiß halt, ich kann so schnell abnehmen, wenn ich will. Real Talk habe ich letztes Jahr auch so Ernährung komplett umgestellt. In einem halben Jahr, also ich habe letztes Jahr, ja, heute ist ja noch 2020, habe ich mich dann im Sommer hingesetzt, ja, nur noch Wasser getrunken, mich komplett gesund ernährt. In einem halben Jahr waren knapp über 20 Kilo runter. Ja, eigentlich recht entspannt. Was mich halt ankotzt, ist halt einfach diese Tatsache, dass die Fitnessstudios zu haben und ich nicht gehen kann. Das ist halt belastend. Also darf ich bald joggen gehen, meine Freunde. Ich gar keine Lust drauf. Aber muss gemacht werden. Kann ich euch jetzt mal den Fokus demonstrieren? Es ist einfach nicht scharf, ne? Es ist halt einfach nicht scharf. Mann, Bruder, fokussier doch. Wisst ihr, Leute, S20 Ultra hier am Start und denkt ihr, das fokussiert? Nein, das fokussiert nicht. Ja, bin ich. Jetzt ist es mir wieder aufs Sand gefallen. Kamera, bist du irgendwie bescheuert oder so? Ja, ist sie. Super. So, hier wird es langsam, glaube ich, scharf. Aber hier so, kannst du vergessen, Digga. Das ist das Handy. Meine Haare hängen mir so im Gesicht, weil ich locker 3, 4 Monate nicht mehr beim Friseur war. Man kennt ihn, jetzt hat er eh wieder alles zu. Sagen, Leute, ah! Gehen wir nochmal ein Stück und jetzt haben wir hier genug gesessen. Lul. Ja, die Enten sind weg. Und ja, super. Wollte ich euch eigentlich noch zeigen, weil keine Ahnung. Damit hier wenigstens mal ein bisschen was Sehenswertes im Video vorbei ist, soll ich euch dann zeigen. Ja, hier wunderbar Feuerzeug am Start. Das spiegelt mir zu sehr. Erstmal nicht, Leute. Man kennt ihn. Ja, nee, es soll mal nur so ein kleines Video sein, wo ich so ein bisschen laber und tut mir wirklich leid. Also ich bin hier wirklich Real Talk einfach nur ungeübt da drinne. Es kann doch nicht sein, also ihr könnt mir doch nicht erzählen, warum fokussiert das nicht? Hier irgendwas einstellen oder was? Guck mal, ich halte es jetzt hier an die Kamera. Normalerweise müsste es fokussieren. Machen wir mal so. Es fokussiert einfach nicht. Hier, Kamera, jetzt komm mal bitte klar. Wundervoll, wundervoll. Wie ist einfach nicht fokussiert? Also hier habe ich mich schon. Das seht ihr nicht mal. Junge, Junge, Junge. Ey, wartet mal. Nur ganz kurz was testen. Das ist auch nicht scharf. Hallo. Hallo. Okay, ist die Belichtung hier. Perfekt. Super. Ah, jetzt. Da haben wir es doch. Perfekt. Einfach mal draufdrücken, Digga. Ich habe seit ein halbes Jahr dieses Handy. Und, ey, glaubst du, der Scheiß fokussiert jetzt? Es fokussiert einfach nicht. Digga, hallo, Bruder. Es fokussiert einfach nicht. Hey, Digga. Das kann man doch keinem erzählen. Das kann man keinem erzählen, wenn ich Licht anmache. Ja, nö. Super. Blitz aus, nee. Ach komm, Scheiß. Ist mir jetzt auch egal, Leute. Ja. 10 Minuten Video hier am Start. Ja, das Video hätte ich auch einfach mal ein bisschen kompakter formulieren können. Also. Auf jeden Fall im Groben zusammengefasst, nächstes Jahr wird durchgehastet, noch mehr durchgehastet. Ja, Leute,
danke für die neuen Abonnenten in diesem Jahr. 32.000 Abonnenten neu dazugekommen. Ich sage euch Leute, nächstes Jahr schwitze ich darauf, die 100.000 zu knacken. Und ich denke, es werden wir auch schaffen. Danke für euren Support. Danke für jedes Kanalmitglied. Jeder, der mich unterstützt hat generell. Ob ihr jetzt Kanalmitglied seid, was donated habt oder einfach nur so am Start wart, Leute. Ich bin euch übertrieben dankbar. Real Talk, ich habe öfter mal solche Momente so. Da denke ich mir halt einfach so, Digga, warum so, wisst ihr, wie ich meine? So, warum schauen die gerade mir zu? Warum haben die mich gerade abonniert, wisst ihr? So, selbst wenn man so 1 Euro spendet, so, denke ich mir so, Digga, ist einfach so sein eigenes Geld, so, von demjenigen, der mir das gespendet hat. Ist einfach nur heftig. Da laufen die ganze Zeit Leute rum. Die gehen mir übertrieben auf den Sack. Bro, was ist das, Digga? Was ist das, Bruder? Dann sind es die Enten. Ich gehe zu den Enten. Und so lange wird das Video jetzt auch gar nicht mehr gehen. Ich versuche mich zu bessern. Ich will sowas jetzt. Keine Ahnung, man könnte ja eigentlich so einführen, dass man so jede Kalenderwoche auf ganz entspannt dann halt einfach so ein Video hochlädt. So einfach so ein bisschen rumlaufen in der freien Wildnis. Man kennt ihn. Ja. Und so mal ein bisschen erzählen, was so die ganze Woche so passiert ist. Vielleicht interessiert euch das vielleicht auch nicht. Ich habe gar keinen Plan, Leute, weil es ist, glaube ich, das erste Video, was ich so überhaupt mal aufnehme, so beim Laufen. Ey, tut mir Real Talk echt leid, Leute, dass ich so ungeübt in sowas bin, weil normalerweise sitze ich nur vor meinem PC und capture da was und ja, schneide das Ganze. Es sei denn, ich mache irgendwie eine Preisgeldvergabe oder whatever. Da brauchst du eigentlich gar nicht so krass rumcutten. Na Leute, hier seht ihr ein paar Enten. Diese Dreckskamera fokussiert nicht. Jetzt, Bruder, jetzt. Da hinten seht ihr sie. Oh, da hinten läuft einer, Leute. Da werden wir uns jetzt ganz langsam ranpirschen. So, passt mal auf. Mir ist scheißegal, was die Leute jetzt denken. Passt mal auf, Leute. Passt auf. Na komm. Seht ihr sie? Da hinten ist sie. Wir pirschen uns jetzt ganz langsam ran, Leute. Okay, ich komme mir doch bescheuert vor. Ein bisschen. Gucken, wie die Ente reagiert. Schade, dass ich kein Brot bei habe. Ich glaube, die verpisst sich jetzt wieder. Die verpisst sich jetzt wieder, Leute. Die hat gar keinen Bock auf uns. Naja. Gut, Johnny, dann schwimmen wir weiter. Ja, gut, Leute. Grob zusammengefasst, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderbaren Start ins neue Jahr, meine Freunde. Ja, bei solchen Videos, ich werde mich besser, ich verspreche euch das. Ja, Leute, ich hoffe, ihr seid auch im nächsten Stream dabei. Ich weiß gar nicht, wie viel Reichweite dieses Video hier bekommen würde, weil ich eigentlich nur Streams hochlade, beziehungsweise Streamer. Ich sage, Leute, Peace. Es fokussiert einfach nicht. Peace, Leute. Danke für euren kranken Support. Ja, ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr auch am Start. Dann würde ich euch sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao!